Aber na gut, ich mache mal jetzt weiter hier. So, sagen wir mal so, besser gesagt. Der Herr will gerade dazu was sagen. Geben wir ihm nochmal das Wort. Ich möchte gerade zu Anatolien was sagen. Es ist bekannt, dass das ein sehr kulturell hochstehendes Volk ist, die die Gastfreundschaft unheimlich hochhalten. Und ein letztes Wort noch zu dem Kollegen, der aus Frankfurt kommt. Ich habe in Frankfurt studiert vor einigen Jahren, wie man sicherlich merken wird. Da waren es keine Ausländer, die im Bahnhofsviertel geschlägert haben, da waren es die Deutschen. Und vielleicht fragt man sich mal, ob wir das nicht vorgemacht haben. So, dann wollen wir Ihnen das Wort erteilen. Wenn man danach geht, dass die Deutschen erst da waren und sich geschlägert haben, als Kriegsenkel, ne? Weil da war ja auch viel Armut gewesen nach dem Krieg. Wenn die sich dann geschlägert haben, geprügelt haben und später dann so Banden entstanden sind, also ich habe da nicht gelebt, wie gesagt, aber das ist die Zeit, wo mein Vater gelebt hat. Und wenn das halt die Zeit war und die sich da geschlägert haben damals, die Jugendlichen auch und dann später noch, wenn die da auch ihre Verhaltensweise nicht abgelegt haben und das weitergegangen ist mit den Gangs, mit den toxischen Freundschaften, sage ich da mal zu, dann kann es natürlich sein, dass dann, wo die ersten Gastarbeiter ankamen, danach irgendwie halt auch Gangs entstanden sind und diese neuen Gangs nicht akzeptiert wurden, auch zu Schlägereien geführt haben oder irgendwelche Freundschaften, die da irgendwie waren. Weiß ich nicht. Vielleicht waren auch vielleicht irgendwie deutsche Gangs da gewesen. Die haben die Regionen kontrolliert. Und dann auf einmal sind da mehrere, weiß ich nicht, anders aussehende aufgetaucht. Die haben sich da irgendwie in Anführungsstrichen breit gemacht, haben ohne aber Gewalt anzuwenden. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht wurden die verprügelt. Und dann haben sie sich gedacht, okay, dann machen wir das Gleiche. Kann doch sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber trotzdem, das könnte ich mir so vorstellen, dass das so gelaufen ist. Dass die hierher kommen, erstmal mit einem guten Bild, okay. Hier machen wir jetzt was Neues. Hier können wir Geld verdienen. Für unsere Familien ist ja auch alles arm. Und vielleicht. Und dann aber wurden sie schlecht behandelt. Weil die waren ja so oder so schon nicht richtig angesehen. Das kommt auch gleich noch. Als Gastarbeiter, ne? Ich mache jetzt mal einfach mal weiter, bevor ich hier jetzt zu viel quatsche, weil das geht noch einiges. Ich will ja keinen Strom produzieren. Keine 3 Stunden produzieren. Vielleicht können wir eine Kamera draufhalten. Ich möchte zu dem. Können wir ihn vielleicht mal. Gut, prima. Was mein Vorredner gesagt hat, noch dazugeben: Ich bin vor einiger Zeit beruflich viel im Mittelmeerraum unten rumgekommen und ich bin dort unten von den Türken und Griechen besser behandelt worden als in Lübeck von Kollegen und Fans wahrscheinlich von unserer Rockgruppe, weil die Lübecker Verhältnisse von den Skins her dürften ja auch ein Begriff sein. Weiß ich nicht. So. Vielleicht können wir eine Frage aufgreifen, die eben die Jacqueline gestellt hat. Ja, eine Frage an Kevin und Stefan. Sie kommt von einer 20-jährigen Nürnbergerin. Vielleicht könnt ihr sie beantworten via Fernsehen. Sie fragt nämlich, ob die beiden für euch sind, also Irini zum Beispiel, sind die für euch wie Deutsche? Ja, würde ich schon sagen. Warum? Ich meine, das sind Sachen, also das sind für mich nicht die typischen Ausländer. Die, wo ich meine. Ja? Was ist, da kommt die Frage, was ich kann einfach diese ganze Gerede von diesem miesen scheiß Schuldkomplex, von dem, was passiert ist vor 40 Jahren, die kann ich einfach nicht mehr hören. Wie kommst du jetzt drauf? Heute muss man sich schämen, Deutscher zu sein. Das ist ein bisschen traurig. Das ist schon, wie gesagt, jetzt hier aber nicht richtig gut geworden, Herr Weiner. Also, was man da gesagt hat, das war nicht reflektiert genug, sage ich das mal so. Da war jetzt einiges drin. Also, wer ist Deutscher? Ich würde mal sagen, wer hier integriert lebt nach dem Grundgesetz. Das würde ich so sagen wollen. Weil es gibt das andere zwar, aber das Abstammungsrecht, das ist natürlich Nazi-Scheiße. Das ist rassistische Scheiße, das Abstammungsrecht. Auch wenn es jetzt heißt, dass alle, weiß ich nicht, hier im Zweiten Weltkrieg oder so geborenen zum Deutschen Reich gehören oder sowas. Da ist ja irgendwas im Grundgesetz drin gewesen. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich bin auch kein Experte drauf, aber trotzdem. Wie deutsch, was ist denn das überhaupt? Das ist doch nur irgendwie ein Land, das seine Grenzen hat und nach bestimmten
Verhaltensregeln oder so lebt, sage ich mal dazu. In einer liberalen Gesellschaft gibt es halt mehrere Sachen, die toleriert werden können, ohne halt ausgegrenzt zu werden. Das ist erstmal wichtig, ohne stigmatisiert zu werden. Aber es ist schon ein heikles Thema auf jeden Fall. Man muss sich vielleicht deutsch fühlen, weiß ich nicht. Kann man das? Kann man sich deutsch fühlen? Mein Vater hat mir gesagt, du bist halber Pole, du bist halber Deutscher. Okay, und wie ist das jetzt, wenn man... Ach, egal. Da stelle ich mal jetzt nicht so die Fragen, weil das wird wieder woanders hinführen. Auf jeden Fall wollte ich hinaus darauf, dass man sich doch auch zwischen den Welten fühlen kann. Das gibt's doch auch. Wenn die Türken aus Deutschland, in der Türkei, die deutschen Türken sind und nicht richtig anerkannt werden, das ist ein globales Problem vielleicht. Ich weiß es nicht. Weil wenn die Türken in der Türkei nicht richtig anerkannt werden als Türken, weil sie in Deutschland aufgewachsen sind und in Deutschland werden sie nicht anerkannt, weil sie aus der Türkei kommen, dann ist das doch, wo gehöre ich hin und sowas? Das ist doch ein Wurscht. Das ist doch ein richtiger Wusel. Ich kann das nicht anders jetzt sagen, so, aber ich würde sagen, das hat mit dem Grundgesetz zu tun und mit dem Rechtsstaat. Es ist hier ein liberaler Rechtsstaat, sage ich mal so. Die Herrschaft des Rechts ist wichtig. Und da kann man nicht eine eigene Rechtsordnung haben. Ganz ehrlich, wir sind im Ausland zu schämen dafür, dass man Deutschland ist. Das ist halt die Traurigkeit an der ganzen Sache. Ja? Wir können nichts dafür, was früher passiert ist. Wir können nur verhindern, dass sowas nochmal passiert. Und ja, wir können nur verhindern, genau, der hat ja noch einen Schuldkomplex in Anführungsstrichen angesprochen. Einen Augenblick. Was natürlich auch ziemlich heikel ist, auch hier wegen Rechtsrevisionismus. Und wird dann natürlich auch seine Gedanken sich zugemacht haben, dass es irgendwie halt falsch gewesen ist. Der hat da natürlich raus gelernt aus dieser Skandalsendung. Und ja. Ich muss aber zu erwähnen, Kevin hat als Sänger schon sehr früh für das erste Demo-Tape, glaube ich, Kill the Hippies, da hat er schon das Lied SS-Staat geschrieben. Ich habe das neulich auf YouTube hier hochgeladen und es wurde ja sehr oft gesehen. Es hat viele Daumen nach oben gekriegt, ich glaube auch Daumen nach unten, aber es wurde dann gesperrt. Ich habe mich dann trotzdem darauf bezogen, dass es ein Teil der Musikgeschichte ist, aber trotzdem blieb es gesperrt. Und in dem Lied, da geht es halt darum, dass es da halt diese Psychos gibt, die in den KZ sind. Und diese Psychos sind die Nazis, die halt die Menschen ermordet haben. Die Banalität des Bösen. Es gibt ja auch den Film Aus einem deutschen Leben. Daran muss ich immer denken, wenn ich das Lied sehe. Und das war 1979, glaube ich, geschrieben worden, das Lied SS-Stadt, wenn ich richtig liege. Und zu der Zeit gab es ja auch die Holocaust-Debatte. Ne? Das ist ja da erst richtig aufgekommen. Es gab ja lange Schweigen. Es gab ja lange diesen von Konrad Adenauer ausgehenden Schlussstrich. Ne? Und dann, weil es gab auch viele Nazis noch so in Deutschland, die da aktiv waren in den Ämtern. Ne? Und dann auf einmal... gab es die Holocaust-Sachen, dann gab es da den Sobibor-Prozess, dann gab es da den Auschwitz-Prozess, wegen Bauer, ne? Dem Herrn, ich glaube Staatsanwalt, ich weiß es nicht genau, der gesagt hat, wenn er sein Büro verlässt, dann betritt er Feindesgebiet. Ne? Ne? Das sollte man nicht vergessen. Und daraus kann man auch lernen, wie solche Sachen entstehen, mit den Verschwörungsmythen, wie gesagt, als Brandbeschleuniger für solche Massenmorde, ne, die daraus entstanden sind. Und Gewaltakte und Ausgrenzungen und Stigmatisierungen und Entmenschlichungen und alles Mögliche, was damit reinspielt. Und das ist ein langer Vorgang, der auch zum Genozid führen kann. Und da muss man sich darüber gewiss sein, dass es diese 10 Stufen gibt. Die letzte Stufe ist natürlich darüber zu leugnen. Und das sollte man nicht machen. Und klar, Herr Weidner hat hier gesagt, dass man nicht daran schuld ist als Nachfahre, das ist natürlich klar, aber wir haben natürlich die Verantwortung, dass sowas nicht wieder passiert, was unsere Vorfahren sozusagen durcherlebt haben und teilweise auch ziemlich viel Schuld daran getragen haben, dass das überhaupt passiert ist, weil es keinen richtigen Widerstand gab und alle
ihre großen Lügen da anheimgefallen sind und sie dann als Wahrheit geglaubt haben, die Hitler da verkündet hat, obwohl man schon sehen konnte, in meinem Kampf, der Hurensohn lügt. Habe ich jetzt Hurensohn gesagt zu Hitler? Entschuldigung. Entschuldigung, nichts gegen seine Mutter. Aber trotzdem, ups, naja, trotzdem, das ist so ein rechtes so ein rechter Gedankengang, so ein Muster, dass man halt immer wieder sagt, ja, wir Deutschen, wir können nicht stolz sein, weil wir werden ja geknechtet. Wir werden ja geknechtet von den Juden oder wir werden geknechtet von den Illuminaten oder weiß ich nicht, weiß der Geier, von den Briten oder von den Amerikanern oder von dieser weltweiten Verschwörung und wir sollen aussterben, der große Austausch steht an. Und das kam ja alles noch danach. Es war vorher schon da mit gefälschten Sachen. Aber dann kam das später noch mehr und das hat sich halt entwickelt. Und es ist gut, dass Stefan Weidner da auf jeden Fall Wandel geschafft hat, auch über seine eigenen Fehlschlüsse hinaus. Ne? Dass man die erkennen kann. Nun gut. Also man kann es schon nachvollziehen, dass man zu einer Reaktanz neigt, wenn man immer und immer wieder schlimme Sachen sich durchnehmen soll. Wenn man immer und immer wieder das Gleiche hört. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Genauso eine Reaktanz habe ich, wenn ich sehe, dass da halt diese Täter im Vordergrund sind, in den Medien. Ich kann das nicht mehr sehen, dass da irgendwie so ein Massenmörder ist oder so ein Anschlagstyp, weißt du? Ich kann das nicht mehr sehen. Das gehört da auch nicht hin. Weil das beschleunigt, wie gesagt, die Sache. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Das Thema mit dem Holocaust ist natürlich ein anderes. Da muss man hingucken, um das zu verstehen. Um eben auch, ach, wie soll man das sagen? Ich habe da jetzt extra keine Gedanken mehr dazu gemacht, also für ein Skript, um das deutlicher darzulegen. Aber wenn ich das so jetzt aus dem Stegreif sage, Wir haben gesagt, diese Verantwortung, die müssen wir schon tragen. Aber wir dürfen uns auch nicht immer ständig mit dem quälen, das uns immer vor Augen halten, wenn wir schon daraus gelernt haben. Es ist nur wichtig, an andere weiterzugeben, diese Erfahrung. Warum der Widerstand damals so wichtig war in Deutschland und was da alles falsch gelaufen ist bei diesen Verbrechen gegen die Menschheit, ne? Bei dieser Verabredung zum Massenmord. Das ist auch ein Problem, dass die Ausländer gehen. Ja, natürlich. Das ist doch Quatsch. Was? Aber wenn du anfängst, die Ausländer so zu diskriminieren, dann gehst du genau ins selbe Fahrwasser wie vor 40 Jahren. Du fängst genau mit demselben wieder an. Das ist das typische Diskriminierung. Du jetzt. Wir leben in der Demokratie und jeder soll versuchen, seine Meinung zu geben. Ja, okay, dann lass mich bitte mal ausreden, wenn wir demokratisch sind. Probleme, wenn Probleme auftauchen, und das ist ein Problem, oder nicht? Die muss man bewältigen können. Du, das sehe ich auch ein. Auf irgendeine Weise muss man die bewältigen können. Ich denke, du bist demokratisch, dann lass mich doch bitte auch mal ausreden, ja? Ja, mach ich. Gut. Wie willst du das Problem lösen? Arbeitslosigkeit gibt es in allen Ländern. Weißt du, wie viele Deutsche im Ausland leben und im Ausland arbeiten? Wie viele Deutsche in der Türkei arbeiten? Nicht viel. In Italien, in Frankreich? Ja, du musst es zusammenrechnen. Und was machen die Deutschen arbeiten? Und stell dir Hochqualifizierte. Das. Ja gut, aber jetzt, wenn wir alle Ausländer rausschmeißen, okay, wir lösen damit das Problem, wir haben Arbeitsplätze frei, dann haben aber all die anderen Länder dieser Erde dasselbe Recht, die Ausländer rauszuschmeißen. Das heißt, alle Deutschen werden auch aus diesen Ländern rausgeschmissen, kommen zurück nach Deutschland. Dann ist unterm Strich genau wieder dieselbe Situation wie jetzt. Und wenn du sagst, dass man mit Ausländern nicht zurechtkommen kann, schau Amerika an, da leben nur Ausländer miteinander und gut miteinander. Na gut, dann würde ich doch an die Ausländer... Ja, das stimmt natürlich mit Amerika, ne? Auch wenn es da Black on Black Crime gibt, wie man so sagt, ne? Aber... Das stimmt doch im Allgemeinen. Da waren wir die Ausländer. Da waren wir Europäer die Ausländer, die zu den Ureinwohnern eingewandert sind, die da schon eine Demokratie gehabt haben. Während wir hier in Europa wegen dem scheiß verfickten Adel uns die Köpfe eingeschlagen haben. Ne? Oder abgerissen worden sind. Da gab es da schon eine Demokratie. Da gab es ja diese Irokesenliga damals. Ich glaube, das waren die 7 Vereinten Nationen gewesen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall gab es die Irokesenliga, bevor die Europäer da aufgetaucht sind. Und dann da ein bisschen
viel Gemetzel gemacht haben und so, ne? Auf jeden Fall, und Krankheiten mitgebracht haben. Auf jeden Fall gab es da, wie gesagt, diese Irokesenliga, weil die haben sich selbst schon damals als Stämme, als Ureinwohnerstämme in Amerika bekriegt. Und dann gab es da für den Mythos sozusagen, gab es da dann den Friedensstifter. Und der Friedensstifter, der hat dann so einen Baum gepflanzt, unter dem alle Waffen der Nationen, der verschiedenen Stämme, sage ich mal hier, alle Waffen der verschiedenen Stämme begraben worden sind. Also das Kriegsbeil wurde begraben, sprichwörtlich. Und dann gibt es da auch noch das Bild, das man von Amerika kennt, wo die Pfeile sind. Wenn man sich mal vielleicht die Dollarnote ansieht, dann müsste das drauf sein. Da gibt es da diese zusammengebundenen Pfeile. Ich glaube, das sind auch 7 oder 12. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Nationen das da waren oder Stämme in Amerika, aber kann man sich mal angucken. Muss man nach Irokesenliga suchen, um das zu finden. Auf jeden Fall gibt es da diese Pfeile. Und je mehr Pfeile zusammenkommen, umso weniger kann man das zerbrechen. Das hat auch mit einem Zusammenhalt zu tun. Das ist genauso wie mit einem schwachen Glied in der Kette. Wenn man einen Pfeil versucht zu zerbrechen, dann zerbricht der einfach. Aber wenn man die ganzen Pfeile zusammentut, dann zerbrechen die nicht. Ne? Das ist die Sache. Wir reden hier immer darüber, dass die Griechen die Demokratie erfunden haben quasi, aber die Indianer, in Anführungsstrichen Indianer, die Ureinwohner von Amerika mit ihren Stämmen, die haben auch schon an der Demokratie gelebt. Die gehören genauso dazu, wie also zu der Geschichtsschreibung. Zumal auch dadurch, das amerikanische System aufgebaut ist, eben auf das, was die Irokesen dafür ein gelebtes System gehabt haben. Das finde ich doch mal sehr interessant, wie wir voneinander lernen können. Aber dann, wie gesagt, dann kamen die Europäer mit ihrem Problem aus Amerika, aus Europa, kamen die an und haben ihre Probleme mitgebracht. Das kann man auch so sagen, oder? Haben ihre Probleme mitgebracht mit ihren Tyranneien. Die wollten zwar, die sind zwar so, sozusagen in die Freiheit geflüchtet vor den tyrannischen europäischen Fürsten oder was weiß ich was, oder adligen Königen oder keine Ahnung, wie man das so nennen kann, Herrschern. Von den Herrscherfamilien sind die geflüchtet, weil die da mehr Freiheit sich versprochen haben. Das kann man so schon sehen. Aber dann gab es da auf einmal diese ganzen rassistischen Sachen. Das darf man auch nicht wegdiskutieren, dass es auf einmal da so schön alles zuging. Amerika hat selber einen langen Weg, der noch nicht mal der noch nicht mal so lange zurückliegt, um daraus gelernt zu haben, ne? Wo es gelernt wurde. Ich sag nur Rassentrennung. Und hier Rosa Parks, die ja im Bus nicht aufgestanden ist für einen Weißen, ne? Die ihren Sitzplatz behalten hat. Und so auch viel ausgelöst hat. Und die war auch so eine Stille. Die war auch eine introvertierte Nachdenkerin. Aber da ist eher im Vordergrund das, was Martin Luther King alles gesagt hat. Für den, die auch die Reden geschrieben hat. Und da ist sie mehr im Hintergrund, obwohl sie eigentlich das Herz der ganzen Sache ist, wenn man das so sagt. Aber trotzdem. Jetzt mache ich mal hier weiter. Genau. Stopp. Was die Europäer mitgebracht haben mit dem Christentum, ist der Rassismus. Weil keins Mal, das wurde wohl so gewertet, dass die Schwarzen halt dieses Mal haben und die Hautfarbe das keins Mal ist, ne? Und deswegen wurde das als Rechtfertigung für den Rassismus gesehen, für die Sklaverei. Das kam mit der Religion. Fertig. Erlaubst du, dass da einer noch was dazu sagt? Vielleicht könnt ihr dann zusammen beantworten. Und ist natürlich später noch übergelaufen in der Eugenik. Nicht zu vergessen, Eugenik. Ich möchte nochmal auf den Schuldkomplex zurückkommen. Ich war jetzt 4 Wochen in Griechenland, ja. Kannst du ein bisschen lauter reden? Ich empfinde das genauso wie der Herr da drüben, ja. Ich habe das Gefühl, dass wir den gegen den Ausländer, also dass wir da eine Schuld haben, aber nicht wegen vor 40 Jahren oder so, ja, sondern weil wie hier die Ausländer teilweise behandelt werden, ja, was die für Jobs machen und so. Das finde ich knallhart und wie freundlich die dann noch sind, wenn wir zu ihnen kommen. Ich meine, da habe ich echt einen Schuldgefühl. Warum sind sie denn freundlich, wenn wir zu denen kommen, weil dir Wiesen bringen, so ganz normal.
Nee, das war aber schon vorher so. Da bist du jetzt angesprochen. Ja, ich wenn wir jetzt alle da einwandern würden, Stefan, Arbeitsplätze wegnehmen würden, was meinst du, wie schnell die sich umgucken? Stefan, vier Gäste, die beiden haben bislang kaum was gesagt. Irene, bitte, jetzt hast du... Genau, Whataboutism war das Wort gewesen, was ich vorhin meinte mit den Vergleichen und nicht gefunden habe. Ich will kein Whataboutism machen, aber ich versuche trotzdem historische Vergleiche irgendwo zu ziehen, damit man sehen kann, woraus man überhaupt überall lernen kann. Das ist das, was ich meine. Ich möchte das nicht alles in Schlechte ziehen. Da kann man draus lernen. Das Wort. Ja, ich wollte sagen, und zwar, diese Schuldgefühle beruhen nicht unbedingt auf diesem Geschehnis vor 40 Jahren, sondern ich glaube mehr, dass es darauf beruht, dass einfach die Kultur und die Mentalität zum Beispiel in südlichen Ländern einfach anders ist, dass eine größere Gastfreundschaft da ist und das brauchst nicht lachen, ja. Und dass das einfach das diese Länder von Deutschland unterscheidet und dass das die Leute meinen und nicht unbedingt das, was vor 40 Jahren war. Das sind nicht die Schuldgefühle, sondern wie verhalten sich Deutsche in Deutschland und wie verhalten sich Griechen in Griechenland gegenüber Ausländern. Und ich glaube, das waren die Schuldgefühle. Efken, du wolltest... Ja, und dann sind hier die Deutschen, die alle schlechte Erfahrungen mit ein paar Arschlöchern machen und die schließen darauf, dass die ganzen Länder alle schlecht sind. Ich meine, es gibt auch natürlich wegen dem Terrorismus viel, was man da bemängeln kann. Und was auch wegen Fanatismus zu tun hat, mit Fanatismus zu tun hat, mit religiösen Fanatismus, sicherlich. Aber muss man die Sachen, wie gesagt, differenzierter betrachten und nicht verallgemeinern so schnell. Das ist nämlich ein Fehler. Ich glaube, ich auch dazu was sagen. Ja, ich finde überhaupt, wenn jemand sich schon so krass und deine einzigen Probleme darin besteht, gegen Türkenbanden zu kämpfen und... Ja, was dann? Was dann? Kevin, was für Probleme Mikro, hast du mit Türken? Was ich für Probleme habe? Ja. Die kannst du vielleicht auch nicht verstehen. Er hat vorher gesagt, die Türken sind ein sehr kultiviertes Volk oder so, oder zivilisiertes. Irgendwas hat er in der Richtung gesagt. Oder ein feines, sehr feines Volk. Und jetzt kommen die Probleme. Ja, erzähl sie bitte. Erzähl sie bitte. Die Probleme. Da gibt es nicht viel zu erzählen, ich habe das schon angeschnitten, oder? Die stört die Anwesenheit der Ausländer. Hör mal zu, ja, ich habe auch eine Freundin, ja. Also es sind persönliche Sachen, die auf emotionale Sachen beruhen. Auf Sachen, die ziemlich schnell sich ins Gehirn einbrennen. Und die sagt mir, ohne Flex, dass sie jede Woche mindestens einmal in der S-Bahn oder U-Bahn, also auf übelste Weise beschimpft wird, ohne Grund, wirklich beschimpft und versucht wird anzufassen. Ey, geile deutsche Frau, komm Ficke. Ja, so ist das, so. Und so ist es in euch. Darf ich dazu auch was sagen, da ich nämlich eine Frau bin, ja? Und zwar, ich werde oft genug von Deutschen angemacht, aber nicht nur von Deutschen, sicherlich auch von Ausländern. Aber... Natürlich. Schon also unangenehm angefasst worden von einem Deutschen und habe also dem einen Arschtritt verpasst, leider. Das ist doch vollkommen recht. Dafür ja, aber ich meine, du kannst das nicht als Argument gegen Ausländer nehmen, weil es ist ich tue es nicht verallgemeinern, ja, tue ich absolut nicht. Ich tue es nur für mich, ja, nur für mich, tue ich einen gewissen Hass schüren. Weil ich habe auch wirklich viel schlechte Erfahrungen. Ja, aber warum? Gemacht. Warum dann gegen ich die Ausländer, nicht gegen wenn das Volk nicht... Ich tue es verallgemeinern, ja. Ich tue es allein gegen die Leute, die sich die Frechheit erlauben, überhaupt sowas zu machen. Das ja, also dann darfst du aber nicht das Wort Ausländer davor setzen. Das ist kein Argument. Jetzt gibt's drei Frauen. Da muss man, wie gesagt, viel differenzierter denken. Und das, was Kevin gesagt hat, das finde ich schon gut. Da kann man sich schon reinfühlen. Man sollte sich in die Leute hineinfühlen, genau. Darum geht es, Empathie. Mitgefühl. Man sollte versuchen, den Standpunkt von den Gegenüber auch mal zu ergründen. Aber das sind die Leute, die man dann nicht sieht. Die im Dunkeln sieht man nicht. Weil die im Licht sind, die sind im Rampenlicht der Medien. Und die Medien, die folgen dem Bias der, beziehungsweise, wie heißt das? If it bleeds, it leads. Genau, if it leads, it bleeds. Also wenn irgendwo was Skandalöses oder Schreckliches passiert, dann ist das natürlich etwas, was auf der Titelseite jeden interessiert. Ne? Aber ich mache jetzt mal hier weiter. Frauen, die dazu was sagen wollen, in der Reihenfolge du und
das Mädchen mit der Brille. Vielleicht erstmal hier vorne das Mädchen mit der Jeansjacke. Ich möchte auch mal sagen, und zwar mit jetzt, da war doch erst das Bayern-Spiel, ja, da war ich am Bahnhof und da sind besoffene Deutsche gekommen und mehr oder weniger besoffene Ausländer auch dahergekommen. Die Deutschen sind blöd hergekommen, die Weißen, ne? Und haben alle gesagt, also genau das Gleiche, willst du mal mit mir ficken und so weiter. Wenn es nicht macht, dann hau ich da eine rein. Die Ausländer, später eben auch vorbeigekommen, kein Wort gesagt. Ich meine, das ist kein Wort, da hat mich kein Mensch angemacht und das ist mir schon öfters passiert. Also bis jetzt hat mich noch kein einziger Ausländer blöd angemacht. Also das kann man mal sehen so. Da sind wir zwar irgendwo alle gleich, aber was bedeutet das? Wir sind von der Genetik alle sehr ähnlich. Bis auf ein paar Prozent. Da ist das Aussehen nur anders irgendwie. Also von den Äußerlichkeiten nur beurteilt. Und kann man auch noch mal selber mal das thematisieren, das Thema, wenn ich da mal mehr recherchiere. Auf jeden Fall sind wir alle gleich vor dem Gesetz. Wir sollten alle gleich von dem Gesetz behandelt werden. Durch unser moralisches Fehlverhalten, wenn wir damit in Konflikt geraten. Ne? Das ist die Sache. Und was sie hier erzählt, ist ja, dass wir auch alle unterschiedlich sind. Da gibt es Deutsche, die Leute anmachen, da gibt es Ausländer, die Leute anmachen. Sogenannte Ausländer. Und im Umkehrschluss geht es darum, dass es überall ein paar Arschlöcher gibt. Unter Rechten wird sich ja auch viel gestritten um Frauen, ne? Wie man das bei Herrn Philipp Schlaffer lernen kann. Das finde ich schon echt krass. Da ist zwar die Gruppe im Vordergrund immer und die kann Spaß haben, aber wenn es um Frauen geht und um Geld und um Macht und da hört dann der ganze Spaß schon auf, ne? Und die Freundlichkeit. Also davon weiß ich nichts. Okay. Also ich würde sagen, also ich bin der Meinung, das kann schon passieren, das passiert überall, das passiert in jedem Land, ja? In der Regel würde ich sagen, wahrscheinlich. Aber ich komme mir jetzt wirklich vor, ich komme mir vor, als wäre ich der einzigste Mensch in Deutschland, der schlechte Erfahrungen macht. Warum traut sich keiner was zu sagen? Warum eigentlich? Ich habe zwei ausländische Brüder, ich habe in Amerika gelebt und da haben mich die Schwarzen aus Hass auf Deutschland haben mich verhauen, ja? Aus Hass auf Deutschland. Da haben die Schwarzen aus Hass auf Deutschland mich verhauen, als ich in Amerika gelebt habe. Okay. American History X. Kann man da sehen. Weil was ist da passiert in dem Film? Ich will jetzt nicht unbedingt alles spoilern, wenn man den noch nicht gesehen hat. Das ist ein sehr guter Film. Sozialpsychologisch. Oder soziologisch. Und im Endeffekt ist da zu sehen die Spirale. Der Kreislauf der Gewalt. Der Weiße oder die weiße Familie, die haben Probleme. Und mit Schwarzen, Gangs oder Leuten, die sich als Kollegen sehen. Und werden überraubt, da gibt es, glaube ich, irgendwie so eine Sache. Also ich spoiler jetzt mal trotzdem. Da gibt es halt diesen Kampf wegen dieser Ideologie auf dem Sportplatz. Wem gehört was? Wem gehört welches Revier und so? Und dann hinterher wollen sie sich dann die Schwarzen an den Weißen rächen, indem sie den beklauen, indem sie da irgendwie am Auto was machen. Und dann führt das zu einer Gewalttat, zum Mord, zum Bordsteinknabbern. Und dadurch kommt er in den Knast, wird dann irgendwie halt dadurch lernen, mit den Erfahrungen mit einem Schwarzen zu arbeiten, dass nicht alle Arschlöcher sind und dass es auch Ungerechtigkeiten gibt im System gegenüber Schwarzen. Da war zum Beispiel die Szene, dass einem Schwarzen mehr Haft gegeben worden ist, weil ein weißer Polizist gelogen hat. Und dem wurde er geglaubt. Für einen gestohlenen Fernseher, der auf dem Fuß fiel, hat er ganz viele Jahre bekommen. Sage ich das mal so. Und ja, was ich eigentlich sagen möchte ist, kurzum, da sieht man auch, wie die Schwarzen natürlich ihren Hass schüren auf die Weißen. Denn auch wenn am Ende der durch den radikalisierten großen Bruder, der kleine Bruder, sich auch auf dem Weg war, sich ändern zu können, wo auch ein Umdenken eingeleitet worden ist, um sich vom Nationalsozialismus zu lösen, trotzdem wurde er dann ermordet. Aufgrund von Hass. In der Schule. Ne? Das ist also alles hochexplosives Material. Eigentlich,
wenn man darüber nachdenkt, aber, also weil es kontrovers ist, aber da kommt man nicht dran vorbei. Und das ist, denke ich, das, was Kevin auch mit dem Problem gesagt hat, ob er sich da vorkommt, der Einzige zu sein, der die Probleme hat. Aber wie dem auch sei. In der Schule dort. Ich meine, aber hier in Deutschland dürfte das auch nicht sein. Okay, du, Kevin, Kevin, pass auf. Wir lassen noch die anderen beiden Mädels ran. Du? Also ich weiß nicht, war. Weißt du, du pochst die ganze Zeit auf Deutschland, war. Und ich bin auch deutsch, war. Und ich bin von Skins schon wesentlich öfter angemacht worden, als wie von irgendwelchen Türken, verstehst du? Also von wegen, komm, ey, ich reiß dir den Arsch auf und so, weißt du? Das ist doch zum Kotzen. Ja, du brauchst überhaupt nicht auf die Türken schimpfen, ja und? Ey, ich fühle mich absolut nicht als irgendein asoziales Objekt oder so, war. Auf die Türken schimpfen ist ihr Vorwand gegenüber Kevin oder gegenüber der Band, gegenüber Stefan Weidner, gegenüber Kevin, sage ich mal eher. Weil er hat ja das ja angesprochen. Aber er hat doch vorher gesagt, die sind ein sehr feines Volk. Und jetzt sagt sie da über die Türken schimpfen. Da hat sie auch nur diese eine Sache gesehen, die ihre Sache bestätigt. Im Information Bias, wenn ich das richtig verstehe, dass er eben nur diese negative Weltsicht vertreten würde, obwohl er auch was Positives gesagt hat. Naja, die Fronten sind verhärtet gewesen, schon damals. Also ich will dir eins sagen, ich war früher auch, wir haben als Punkgruppe angefangen, ja? Und ich weiß, wie es damals gewesen ist. Und wenn wir früher aufs Maul gekriegt haben als Punks, dann war das, ich meine, gut, damals war es nicht so extrem mit Skins, aber da waren das so zum Beispiel diese Italiener-Papa oder was ist was gewesen. Und wenn du das verleugnest, dann tust du mir wirklich leid, ne? Weil du musst genauso schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also als Italiener-Papa haben die aufs Maul schon bekommen. Von Italienern poppern. Ich weiß nicht, weil ich komme aus Berlin und ich krieg da echt nur üble Sachen von Skins rüber. Absolut nur, war. Ohne Anmache, ohne alles, war. Okay. Erfahrungen sind unterschiedlich. Da war noch eine Wortmeldung. Erfahrungen sind unterschiedlich. Drei Köpfe weiter, nach rechts. Ich wollte bloß eins dazu sagen noch. Ich komme aus der Zeit, wo die Italiener die Ersten gekommen sind. Da spricht heute nach 30 Jahren keiner mehr drüber. Und jetzt wird sich da festgefahren auf den Türken und so sicher, um Gottes Willen, ich begrüße es auch nicht teilweise, aber man sollte es schon alles global sehen, auch die Menschen mit einbeziehen. Weil es für sie beginnt, geht der Deutsche bei uns zum Aschenton lernen. Wer macht bei uns die Dreckarbeiten? Ja, der Deutsche geht sogar zum Aschenheimer lernen. Habe ich mitgemacht. Und da kam es zu einem sehr bizarren Erlebnis. Ich saß im Müllwagen, wir sind dann rumgefahren. Und dann wurde ich auf meinem Namen angesprochen. Ich heiße ja Edwin, ne? Das bedeutet Freund des Besitzes, übersetzt. Und kommt aus dem angloamerikanischen Raum, das kommt von den Angelsachsen. Und ja, da wurde gesagt, dein Name ist Arisch. Ich denke mir, was? Alter, was hast du denn wieder für komische Flauseln im Kopf? Das wurde mir vom Müllwagenfahrer gesagt. Dein Name ist Arisch, Edwin. Nein, der ist angelsächsisch. Deutscher nicht. Denn das Arische, das richtig Arische, das ist eine Sprachfamilie aus dem Mittleren Osten. Ne? Und Arier, wie das in dem Film Die Arier dargestellt wird, als da Perser bzw. Iraner gefragt werden, was der Arier sei oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Fragen, aber da wurde halt gesagt, dass der Arier keine Menschen tötet. Und dass Hitler alles falsch verstanden hat. Quasi, ne? Und ein Riesenverbrechen draus gemacht hat. Und wie gesagt, das habe ich schon im ersten Video gesagt. Die Nazis, die nehmen irgendwas und machen aus etwas Positivem was Schlechtes. Das war eigentlich eine Geisteshaltung, wenn ich das richtig verstehe, mit dem Arisch. Die es da gab. Da gab es ja, also sprach Zarathustra. Und das wird auch, glaube ich, zurückgeführt auf König Kyros. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. König Kyros den Zweiten, der auch was mit Menschenrechte verkündet hat. Und der auch die Juden geschützt hat. Ne? Also Geschichte ist schon sehr interessant, auch wenn Geschichte trocken sein kann. Aber trotzdem, es ist ein Teil von der ganzen Menschheit, diese Geschichte. Ne? Und sich immer nur auf einen Aspekt zu versteifen, das mag ich überhaupt nicht. Man kann überall Gemeinsamkeiten finden. Und wenn heute Türken mit draußen sind, dann haben wir noch mehr Arbeitslose, weil unsere Jugend nämlich mittlerweile verlernt hat zu arbeiten. Weil sie unterstützt werden vom Staat nämlich noch.
Und das schon 85, wo die das gesagt hat. Alter. Kevin hat auch schon bei der Müllabfuhr gearbeitet. Also, ich habe schon jede mögliche Dreckarbeit gemacht, die es überhaupt auf der Welt gibt. Das möchte ich mal betonen. Ich habe mir den Arsch krumm gefahren bei der Müllabfuhr. Ich bin zur See gefahren und all möglichen anderen Kram. Ich habe alles schon durchgemacht. Ich habe die Straße gefegt und alles. Und ich, ja? Ich, weil ich jetzt tätowiert bin, ich würde nicht mal mehr eine Arbeit kriegen, ja? So sieht's aus. Ja. Das kann natürlich der Fall sein, wenn er tätowiert ist und dann keine Arbeit mehr kriegt. Aber das sind bestimmte Bereiche, weil das hat dann mit Körpersprache zu tun, mit dem Auftreten, mit der nonverbalen Kommunikation. Weil man muss ja auch ein Unternehmen präsentieren und wenn man dann da irgendwie, weiß ich nicht, Totenköpfe drauf hat, ist das vielleicht nicht so vorteilhaft zu der Zeit gewesen. Ich weiß es nicht, wie es da war. Ich war da noch nicht mal geboren, 85. Das war erst ein Jahr später. Aber nun gut. Ja, weil die Arbeit schon längst besetzt ist. Weil die Arbeit schon längst besetzt ist. Das schließt aber natürlich jetzt das andere aus, dass das wegen den Tattoos ist. Also, Darum. Ja, tun? Wobei, das muss das natürlich nicht ausschließen. Die Arbeit ist besetzt und da, wo man versucht, noch hinkommen zu können, da wird man dann gesagt, aber sie haben die Tattoos, die kommen hier nicht hin. Das kann auch zur Ausgrenzung geführt haben, ja, klar. Dann wird vielleicht gesagt, nö, wir sind schon voll. Und das ist dann denkt man sich, ach, das ist doch nur wegen meinen Tätowierungen. Genau, so kann das sein. Wir melden uns. Kennt man doch heute auch, oder? Wir melden uns, wenn wir was haben. Kannst du vielleicht da nochmal? Ich würde mal sagen, er ist erst 20 Jahre und woher er denn all die Erfahrung hat, die er jetzt da von sich gibt. Und dann finde ich es noch ganz toll, wie er also hier da sitzt und von asozialen Verhältnissen redet. Ich würde mich selbst mal erstmal anschauen und dann weiterreden, was asozial ist. Bitte ausreden, ich bin gerade dran, ja? Wenn ich ehrlich bin, habe ich mehr Angst vor solchen wie dir, wenn ich abends über die Straße gehe, als vor jedem Türken, weil mit einem Türken... Noch ein Satz. Darf ich mich mal äußern, kurz dazu? Ganz kurz noch. Kleinen Moment, ja. Einer nach dem anderen, bist du fertig? Ich wollte noch kurz was sagen, und zwar, kurz. Ich denke, dass ihr ganz feste Grundsätze habt. Ich will jetzt nicht sagen faschistisch, sondern, aber ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, aber das macht ja nichts. Auf alle Fälle finde ich das ganz gefährlich, wie ihr da zusammen seid und euch gegenseitig hochsteigert mit solchen irgendwelchen komischen Problemen. Ich habe da überhaupt keine Probleme. Ich kenne viele, viele Ausländer, die ich sehr gerne mag. Es gibt Ausländer, die ich weniger gerne mag, weil sie wirklich auch ein bisschen komisch sind oder genau wie ihr reagieren. Aber ihr... Es gibt Ausländer, die genau wie ihr reagieren. Ein Vergleich, den sie anstellt, obwohl sie den kritisch gegenüber eingestellt ist. Also man muss die Sachen differenziert sehen. Oder sollte es, um keine Fehler zu machen, ne? Mit die Wahrheit. Du redest immer von nicht verallgemeinern, aber du verallgemeinerst dauernd ständig. Ich finde es also unlogisch, wie du redest, wie du argumentierst und alles. Danke. Dann würde der Kevin dazu Stellung beziehen können. Und dann... Ja? Also, Kevin und Irene, und bitte, wenn es ginge, damit wir ja noch alle draufkommen, kurz. Also, wenn du meinst, dass es unlogisch wäre, dann ist das deine Meinung. Aber jetzt möchte ich mal anfangen, ja? Wer mich als asozial bezeichnet, das ist sein gutes Recht, ja? Aber dann wollen wir damit mal anfangen, dass ich jetzt von diesen ganzen netten Menschen hier drin verurteilt werde, ja? Obwohl ihr mich gar nicht kennt. Das kenne ich irgendwo, ja. Problem Nummer eins, ja? Siehst du, da sind wir mal auf dem springenden Punkt, ne? Ja, ich Leute will verurteilen, Kevin, aber dann schön über den Leute Einwand reden. Mal formulieren. Also wir haben alle viel zu lernen gehabt im Leben und werden noch weiter zu lernen haben, und dass man diese Lernprozesse hat, das ist wichtig weiterzutragen, damit andere Leute vielleicht nicht solche Wege gehen müssen, extra, solche Umwege. Und weil es keiner verstanden hat, sie hat gesagt, du verurteilst auch. Da sagst du der springende Punkt, und jetzt wollen wir ihn hören. Ja, und ich verurteile genauso, und da klatscht keiner, ne?
Ist doch vor. Ja, ist doch vor. Irene? Dazu? Ja, ich wollte nur noch eine Frage an dich richten. Meinst du, dass das Problem jetzt mal Arbeitslosigkeit hauptsächlich daran liegt, dass es hier so viele Ausländer gibt? Naja, auf keinen Fall. Teilweise würde ich sagen. Aber nicht, das aber ist nicht das Eigentliche. Was hast du denn sonst noch ein Argument außer diesem und das mit den Banden und so, aber das haben wir ja vorhin schon besprochen. Darf ich mal gerade mich dazu äußern, ja? Und zwar würde ich dazu sagen, also ich komme auch teilweise mit Ausländern gut klar, so ist das nicht. Aber, und dieses Aber gefällt mir nicht. Allerdings sind sie da nicht unschuldig dran. Es grenzt an Naivität seitens der Band zu glauben, dass sie dort eingeladen würden, um ausschließlich einen Skinhead-Kultsong im Vollplayback zu performen. Alleine durch die peinlichen Einspieler zu Beginn, bei denen jeder der Gäste seinen Standpunkt deutlich machen sollte, wird klar, dass sich Kevin und Stefan durch ausländerfeindliche Aussagen von alleine und ohne Zutun der Moderatoren oder des Publikums in eine rechte Ecke drücken. Das andere kann man sich mal selber vorlesen, selber zum Gemüte führen, will ich sagen, weil ich gehe jetzt mal hier weiter. Ich weiß nicht, wie lange das Video wird. Und jetzt haben wir hier noch ein paar Sachen. Aber bevor ich dazu komme, 99, dann haben wir noch hier 98 und wir haben noch hier 93. Und ich gehe jetzt mal ins Jahr 93. Ja, da ist jetzt die Qualität schlechter. Also ich habe es jetzt nicht woanders gefunden, in einer besseren Qualität. Ich habe schon nachgesucht. MTV Free Your Mind. Und das ist jetzt auf Englisch. Mit Campino. Ich habe mal rausgesucht und Film ab. Sorry. Now you term yourself as being in an ex-Tate Rock band. First of all, can you explain it? Are you a fascist band? No, I mean, what we did nearly 11 years ago, we did two songs which were xenophobic. I mean, I can't excuse that, but it happened, but we learned out of it, so I mean... Also er sagte, dass die einen ausländerfeindlichen Text gemacht haben, Türken raus war das gewesen, und dass sie daraus gelernt haben, sagt Stefan Weidner zum Moderator. We learn our lessons. I mean, we go through life and we see what's going on. Dass sie keine faschistische Band sind. Going on and we see that we did mistakes, so we fail. Dass sie einen Fehler gemacht haben. It's also mistakes and we don't do it again. Und die es nicht wiederholen. Und das ist doch so wichtig. Aus Fehler lernt man, den Fehler nicht zu wiederholen. Und es dann besser zu machen, anders zu machen, richtig zu machen. You write those two anti-Turkish songs. It's a totally different reason when I see a band like Stark doing songs like this today. I mean, this was 11 years ago. I was 16, 17 years old. Also 16, 17 Jahre war Stefan Weidner gewesen, als der Song Türken rausgeschrieben worden ist. Als man sich den Hass in der Musik, als man den Hass in der Musik rausgelassen hat. Und das ist doch besser, als irgendjemanden auf die Schnauze zu hauen, als irgendjemanden in den Arsch zu treten oder in den Rücken zu springen. Ich rede mal aus Erfahrungen, wie das da alles gelaufen ist in der Schule damals. Na, ich habe auch Gewalt in der Schule erlebt, da kommt man sich nicht immer vor flüchten, da muss man auch mal zurückschlagen. Ich habe zwar selber nie wirklich die Gewalt gesucht, aber wenn es nötig war, habe ich auch getreten. Und dann kamen die Lehrer an und haben gesagt, hier ist Gewalt nicht erlaubt, hier ist notwendig erlaubt. Dafür gibt es Nachsitzen. Auf jeden Fall will ich jetzt halt sagen, dass man sich das mal alles hier gut überlegen sollte, was man da alles für Informationen hat, bevor man eigene Meinung, einen festen Standpunkt einnimmt. Da muss man viele Seiten berücksichtigen. Und er hat jetzt mit 16, 17 diesen Fehler gemacht, den Song geschrieben zu haben. Ich habe ebenso mit 17 Jahren einen scheiß verfickten Fehler gemacht, nämlich einen Text geschrieben zu haben, wo ich auf sicheren Abstand eine Projektionsfläche mir geschaffen habe für die Wut, für den Frust, um aufzuzeigen, dass das, was mir vorgelastet wird, nämlich ein mörderischer Satanist zu sein, an den Haaren herbeigezogen ist. Und da hat man das Splitter rausgemacht, ein Splittergedicht. Ein schwarz-splittriger Humor in einem Gedicht. Mit Frakturschrift. Um es zu unterstreichen, dass das ein Gedicht ist. Und dass es eben nicht über diesen fiktiven Denkprozess hinausgeht in der Realität. Das würde ich damit unterstreichen. Aber das Gericht hat entschieden, beziehungsweise da steht in meinen Anwaltssachen drin, dass wegen der Frakturschrift das noch gefährlicher aussieht. Und ich wollte es damit entschärfen und ich habe es noch verschärft.
als ich Öl ins Feuer gegossen habe, der Satanic Panic, die bei mir in der Schule gelodert hat. Ne? Satanic Panic, sollte man sich auch mal mit auseinandersetzen. Auch in Bezug auf Musik. Da wurden damals in Amerika Rockalben verbrannt. Da gab es Rockalbenverbrennung. Ne? Dann hast du da religiöse Menschen, die unterstellen dir, den Teufel zu sein. Wie soll man darauf reagieren, wenn da keiner hilft? Da kann man nur mit Humor reagieren, mit Provokation. Anders ist das nicht auszuhalten. Anders ist das nicht auszuhalten, wenn man leben will. We had all these fights with Turkish gangs. I mean, we lived in suburbs and stuff. So it brings up hating you, sure. And you just cried out, very unreflective. And so why did you change your ways then? I mean, why? I can tell. I learned, you know. I learned because this is not the right way, you know. Ja, und er hat aus seinen Fehlern gelernt, weil das nicht der richtige Weg ist. Und deswegen gab es einen Wandel. Und diesen Wandel, den ist es schwer in Deutschland irgendwie anzuerkennen. Da hat man einen Bärendienst eigentlich geleistet, wenn man das mal so interpretiert. Weil wenn die Onkels damals der Wandel zugestanden worden wäre, dann hätte man das nutzen können, um mehr Menschen für diesen Wandel zu erreichen. Ne? Aber sie haben auf eigene Wege ohne Medien es geschafft, viele Menschen zu erreichen. Wobei es hätten mehr sein können. Und dann würde es vielleicht heute nicht diese 30.000 Rechtsextremen in Deutschland geben. Aber mal geht's gut. Dann wären es weniger. Right way to fight other people, give them the response for your own misery or whatever. Should Hate Rock be censored? I don't know. I don't think so. Because it makes it much more interesting for some people. And I agree with Campino and so we should be very careful with censorship anyway. Campino was mentioning about the appeal of Hate Rock bands. How do you think we can get to the kids? What's the right way to get to them to actually show them that racism and fascism is wrong? Okay. Und jetzt geht es um die Frage, was der richtige Weg ist, um die Kinder zu erreichen auf der Straße. Weil das ist es doch. Das sind Gesetze der Straße. Gebote der Gewalt. Ne? Wie auch die Onkels das gesungen haben in dem Text. Gesetze der Straße sind Gebote der Gewalt. Mit Blut auf dem Asphalt. Und das ist das doch, was dann zu Schlägereien führt, wegen Gruppenbildungen. Und verschiedene Gruppen bekriegen sich vielleicht und so. Also auch allein durch Kinder. Und das wächst dann, das wird dann groß. Und ich habe mal jetzt auch, das will ich auch mal jetzt sagen, eine Wrestling-Veranstaltung in Hagen in Haspe wahrgenommen. Da gab es Wrestling, deutsches Wrestling, also so eine deutsche Liga ist das gewesen, German Stampede Wrestling oder sowas. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie das genau heißt. Und dann habe ich da mit Matt Cross geredet. Der kam aus den Vereinigten Staaten hier rüber. Ich habe ein bisschen mit dem versucht, über den zweiten Verfassungszusatz zu reden. Da wollte ich darauf hinaus, ob er das nicht promoten kann, also Recht auf Notwehr. Und, aber das ist jetzt hier erstmal ein Fehl am Platz. Das, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich ihn gefragt habe, ob er durch seine Rolle als Identifikationsrolle, also ich habe das auf Englisch gefragt, anders natürlich, aber mit dem Sinn, ob er die Leute von der Straße holt, die Kinder von der Straße, von der Kriminalität weg. Und da hat er gesagt, er hat selber so einen Weg hinter sich. Dass ihm der Sport das gegeben hat. Und ich habe die Frage gestellt, weil man wollte hier in Hagen, wollte man Wrestling aufmachen. Das ist ein Trainingsort. Das wäre richtig gut gewesen, dass da auch durch den Sport die Leute von der Straße gebracht werden. Und ich habe ihn das gefragt und bei ihm war das ähnlich. Da haben die Leute auch mit Drogen und Alkohol, soweit ich das noch weiß, zu tun gehabt auf der Straße. Und davon hat der Sport die weggebracht. Aber geht's mal hier gut. Und da kann auch die Musik einen wegbringen von. Da kann man da viel, das ist auf sicheren Abstand, nenne ich das, wenn man sich mit Emotionen auseinandersetzt. Anstatt die Emotionen an anderen rauszulassen. Da lässt man das in der Kunst raus oder in den Sport. Da kann man diese Emotionen transformieren, wenn da schlechte Emotionen sind oder negative Emotionen. Ja, I think my band has a good chance to get them. Because I know that we have still some people in the crowd who maybe with one seat in a right camp or whatever. So we can be them a positive, but they can look at us and can see, okay, this is not the right thing. Maybe they start to think, I don't know, and we have to discuss with them for sure. We have to explain outside of music. Because
you have one foot in their camp, or they have one foot in your camp. No, they have one foot in maybe a right-wing party, or maybe then fascist. You could be effective within your band in changing their opinion. I mean, you have lots of influence as a musician, and the identification is pretty big with bands, so you should use this influence in a positive way. Und er sagt jetzt, dass er als Musiker natürlich die Menschen, die jetzt vielleicht das rechte Bein im rechten Lager haben, dass man die vielleicht noch rausholen kann, indem man einen positiven Einfluss als Musiker, als Künstler auf den Geist dieser Menschen hat, um denen zu zeigen, nein, da wo du dich hinbewegst, das ist falsch. Das führt zu Hass und Hass ist nicht gut, weil Hass zu Gewalt führt. Oder ich sag's mal anders, was ich selber jetzt ja durch habe wegen den Psychopathen, ne? Die sozialen Menschen, der da viel Chaos angerichtet hat, wie ein Wirbelsturm. Hass ist ebenso wie ein Wirbelsturm. Und wenn Hass, also man kann sagen, es gibt empathische Wut. Aufgrund empathischen Bindungen zu anderen Menschen, auch wenn man sie nicht kennt, aufgrund von Mitgefühl, kann es zu Wut kommen, wenn diesen Menschen Ungerechtes passiert. Dann kommt es zur Wut. Es ist eine empathische Reaktion. Das ist gut. Daraus kann man Energie ziehen. Daraus kann man Kraft ziehen. Daraus kann man Texte machen. Daraus kann man Inspiration ziehen. Sage ich das mal so. Aber wenn es in der Richtung von Hass geht, dann ist das schon psychopathisch. Ich würde sagen, Hass ist psychopathisch. Hass ist eine antisoziale Eigenschaft. Das würde ich selber sagen. Weil Hass hat mich jahrelang belastet. Ich kann zwar die Wut verstehen und nachvollziehen, aber Hass habe ich immer abgelehnt. Und den Hass, den habe ich letzten Endes, also auf den Stiefvater, den Hass, ausgekotzt in einem Traum. Das war für mich sehr heilsam gewesen. Da habe ich mich noch nach dem Traum so schlecht gefühlt, als ob ich wirklich gekotzt hätte. Und ja, es war Ballast gewesen, dieser Hass, der mir in die Kinderseele geprügelt worden ist, durch einen Narzissten wahrscheinlich. Und letzten Endes sage ich, dass man wütend sein darf. Man darf wütend sein, man darf sich auch schämen, wenn man was Falsches gemacht hat. Aber man sollte nicht hassen, weil Hass ist für mich eine psychopathische Eigenschaft, die hinterher einem selber nur auch noch schadet. Man schadet anderen Menschen und man schadet sich selbst durch den Hass. Weil man will doch in Frieden mit sich selbst leben können, oder nicht? Aber nun gut, ich mache mal jetzt das Video weiter. To make them think. And yeah, that's what I should do. Okay, I don't think it's to the rock band. That problem is very different. It's got to do with how the kids were brought up. Ja, und jetzt sagt hier Campino, es kommt auch darauf an, wie die Kinder aufwachsen, ne? And that they haven't learned, you know, that they learn to be tough as being a Nazi is the whole problem, you know? Ich meine, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hat er gesagt, dass die nicht lernen oder so, oder dass sie lernen sollten, dass sie halt Marionetten für die Nazis sind. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich glaube, er hat Puppets gesagt, weil der Ton ist so schlecht. Auf jeden Fall will gesagt sein, wenn man daran denkt, ja, ihr seid nur Marionetten für der Ideologie. Wie gesagt, der Nationalsozialismus ist Sklaverei. Hitler hat selbst gesagt zu der Hitlerjugend, der am Ende noch im Krieg geopfert hat, ne, mit den Kindersoldaten, da hat er noch gesagt, in 38 oder so, oder 39, an Rede an die Hitlerjugend, die sollen nicht rückfällig werden, wir behalten sie hier, wir werden sie erziehen, er hat gesagt, wir werden sie behandeln. Behandeln, als ob die krank wären. Und dann hat er gesagt am Ende, und wir geben sie nicht mehr frei, damit sie nicht rückfällig werden. Und am Ende sollen sie so weit geschliffen worden sein, die Kinder, dass daraus halt Nationalsozialisten geworden sind, die nicht mehr frei sein werden, nicht mehr frei und glücklich dabei. Und deswegen ist der Nationalsozialismus für mich glückliche Sklaverei. Glückliche Sklaven. I mean, the problem is the human being itself. I mean, something is wrong in our mind, not anyway. Okay, I'd like to take that to Matthew from Blaggers ITA. You're an anti-fascist combo. How would you reply to Stefan's comment that his band could be the most effective in fighting fascism?
Ich glaube, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, wird Campino jetzt gefragt. Da er ja eine antifaschistische Band hat mit der Punkband Die Toten Hosen, ob er nicht denkt, dass gerade wegen dem Hintergrund der bösen Onkels, die einen authentischen, sage ich mal selber, dass sie eine authentische Wirkung auf andere Leute haben können, die dadurch sich auch ändern. Also leichter, als wenn ich jetzt von einem Linken höre, ey, änder dich, du Rechter. Wenn ich jetzt aber einen habe, der den Weg schon gegangen ist, dann das gesagt bekomme, dann denke ich vielleicht, vielleicht hast du doch recht. Du bist ja nicht einer, der mir irgendwie was will. Ne? You're actually educating the kids, but you can reach some people. You don't reach the 100%, you know, but... But you can change some people's minds. His band made a mistake. They came out with views. Ich weiß nicht, ob Campino gefragt worden ist oder so, aber das ist jetzt so schwammig alles. Egal, ich mach mal trotzdem weiter. People make mistakes, alright? And now he's trying to put things right, okay? I respect him for that. He's putting out where he's wrong, okay? Through music, right? What we say as a band, I'd rather talk about what we want to say, right? Okay, das ist eine andere Band, die gefragt worden ist. We're an anti-fascist band, right? We're prepared to go on the streets, right? And we're prepared to say this on the stage through our songs. We're prepared to go on the streets and... Hört sich britisch an. ...take on the fascists, right? We are actually prepared to come out of our fucking ghetto and, like, take the fascists on. Okay. What about neo-Nazi bands, so should they be censored? Who's doing the censoring? We're doing our form of censoring by stopping them playing, by not giving them a platform, right? But if the state is going to censor them, I don't really agree with that, no. Because when the state censors something, right, they do it for their reasons and not our reasons, right? And they couldn't give a fuck about, like, people getting, like, petrol shoved down their letterboxes, that age, the Asian community being attacked. You know, they're happy to see that carry on. Okay. Stefan, I'd like to bring you back in here. Now, if hate rock was banned tomorrow, what effect would that have? I mean, I don't know. I don't think these bands are so big. The problem is somewhere else. It's not just the music. It's just a small bunch of guys. How I know. And the problem is really, this is your next door neighbor. And I think those guys are much... Okay, if you forbid these records, you can't control them anymore. As far as you know how much records are sold, as far as you can see where those records are bought and sold, you can control them much better. As soon as you forbid this whole thing, it goes underground. Aha. Also Campino sagt jetzt auch wegen Verboten, sobald man Sachen verbietet, kann man sie nicht mehr nachverfolgen. Das ist natürlich auch ein interessanter Gedanke, weil Verbote bringen auch bei... So schwer es mir fällt, das zu sagen, aber Verbote bringen auch bei solchen verbotenen Organisationen wie Combat 18 oder neuerdings auch Blood and Honor nichts. Die werden sich neue Strukturen schaffen. Dezentral. It will be not at all harmless, but it will be more dangerous, because people work more professional under the eyes of the public. Ich glaube, der meint damit, dass man die indizierten Sachen zumindest noch kaufen kann. Ich weiß es nicht genau, ich habe das jetzt nicht genau verstanden, aber ich tue mich da sehr schwer, auf jeden Fall. Also es sollten schon Sachen meines Erachtens beschlagnahmt werden können, wenn es volksverhetzend ist oder wenn es Holocaust-leugnend ist oder irgendwie so in der Richtung. Weil da gibt es schon richtig, richtig krasse Scheiße. Das will ich hier jetzt nicht unbedingt sagen, was es da alles gibt, aber es gibt dann so eine Black Metal Band, so eine nationalsozialistische Black Metal Band aus Deutschland, die sind in einem Mord involviert, aus dem Jahr 93 muss das sein, wegen Sandro Bayer. Und da kann man sehen, die haben von denen wurde ein Album irgendwie wieder re-released und das ist eigentlich beschlagnahmt worden. Das wurde in Italien, glaube ich, nochmal neu gemacht, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall liest sich das Lied. Was da drauf ist, was ich jetzt hier nicht so ganz klar erwähnen will, das liest sich wie ein rechtsextremes Bekennerschreiben. Ne? Wie dem auch sei. Und sowas sollte nicht verkauft werden können. So, weil wenn es ein Verkaufsverbot gibt, dann wird das auch nicht produziert. Und wenn es produziert wird,
Ja, dann ist da trotzdem der illegale Markt, okay.